Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Super Mario Odyssey im Küstenland. Ich frage mich gerade, ob wir... ich hätte den Fisch nicht so früh verlassen sollen. Ob wir auf diese hohen Dinger hier auch nochmal überall drauf müssen. Aber das Ding ist, glaube ich, so hoch. Ach doch, ich komme sogar so drauf, ne? Aber hier scheint nichts zu sein. Der Turm da oben... Weiß man natürlich alles nicht so genau, aber hier kann ich gerade mal... Ach, da oben hängt auch noch ein Mond an der Wand. Die Frage ist... Da sind noch lila Münzen, die sind auch in so einem Wasserbecken drin. So könnte ich die auch erreichen. Die Frage ist, da hinten gab es ja auch noch so einen Bereich mit Höhlen und so, ob ich den auch nochmal ablaufen muss. Ich glaube, ich mache es besser mal. Aber erstmal gehen wir uns den Mond da in der Felswand holen. Genau, hier war nämlich, dachte ich mir schon, dass hier noch ein Wasserbecken ist, wo man den Tintenfisch wieder nachgefüllt bekommt. Und so kommen wir dann auch an den ersten Mond auf der Klippe über dem Strand. Da hängt noch so eine Gabel rum. Oder mehrere Gabeln in der Wand. Ich wusste doch, dass hier auch neue Sachen sind. Also man muss alles einfach nochmal ablaufen. Okay, vielleicht war es auch nur eine Abkürzung hierauf. Scheiße, ich dachte toll, ich hätte hier voll was entdeckt. Aber es ist wohl nur eine Abkürzung. Was hat es mit dieser Plattform da auf sich? Ich weiß es nicht. Und was sagt mir diese Gabel hier? Hallo Echo! Mehr sagt sie mir gar nicht, okay. Na gut, dann können wir die Höhle ja mal rückwärts runterlaufen und gucken, ob sich da irgendwas Neues ergeben hat. Aber ich denke eigentlich fast nicht. Achso, da kommen die Stachelkugeln raus. Hier sind die da Münzen, die wir schon mal eingesammelt haben. So, die haben wir auf jeden Fall schon gemacht, da bin ich mir ganz sicher. Ja, dann ist hier, glaube ich, auf dem Weg nach unten auch gar nicht mehr so viel. Was hat es eigentlich mit diesen Piraten-Gumbas hier auf sich? Warum haben die Piratenhüte auf? Ist wahrscheinlich nur ein modisches Accessoire, oder? Dort oben auf der Spitze hockt ein seltsames Wesen rum. Ist das so? War ich da schon? Welch Ausblick! Ich möchte meine Augen nie mehr abwenden. Da oben ist tatsächlich noch was. Das meint sie wahrscheinlich auch. Da ist auch noch was. Ich glaube, oh, hier ist auch noch jede Menge. Den will ich mir eigentlich gerade mal holen. Auch wenn er natürlich wieder fleißig dabei ist, mich zu bespucken. Da ist irgendwie ein Tic-Tac-Turnier oder sowas. So, dann einmal hier wieder voll tanken. Und noch eine Etage höher. Ah, okay. Hier ist auf jeden Fall ein Samen. Oh Gott, hier hinter ist ja auch noch voll Zeugs. Ich wäre auch von der anderen Seite dran gekommen. Ach, Junge. Und ein Mond. So, dann bin ich auch wenigstens wieder voll. Ausgrabung in der hinteren Schlucht. Boah, das muss ich mir hier hinten in den Ecken auch nochmal alles im Detail angucken. Aber als nächstes schnappe ich mir mal diesen Samen da. Und bringe den mal zum Blumentopf und mal gucken, ob die anderen Samen eventuell mittlerweile geschlüpft sind. Beziehungsweise, wie sagt man bei Pflanzen, getrieben? Gewachsen? Ich weiß es gerade nicht. Ich bleib bei geschlüpft. Gesprießt. Gesprossen, was auch immer, ich weiß es nicht. Ihr könnt mir gerne grammatikalisch auf die Sprünge helfen, wenn ihr wollt. Ich bin dafür Anregungen immer offen. Na, noch kein Mond hier. Aber Nummer 3 von 4. Jo, dann machen wir da hinten in der Ecke weiter.
Wuhu! So, erstmal hier. Die Wand entlang laufen. Ach, guck mal, hier bin ich sogar schon gewesen. Interesting. Bin ich da sicher? Nicht so richtig. Ja, klar. Und er überrollt mich natürlich direkt. Aber die Heilung folgt. Okay, ich denke, darauf muss ich jetzt nicht mehr. Da bin ich... Darauf muss ich doch noch mal. Habe ich das gerade nicht gesehen? Oder war ich nicht auf dieser Ebene hier? So, 85. Lila Münzen. Ja, es kann sein, dass ich nur bis auf diese Ebene hier gekommen bin, oder? So ganz genau weiß ich es gerade nicht. Egal. Diese komischen Steine stehen hier auch regelmäßig im Wasser. Aber ich denke mal nur... Wenn die wirklich leuchten, bringen sie was außer gelber Münzen, also Monde oder sowas. Achso, hier kommt man schon gar nicht mehr runter, okay. So, hier stand da noch so ein Tic-Tac-Turnier oder sowas rum. Bestimmt irgendwas hier mit zu tun, da geht's dann auf und dann muss man runter oder so, ich habe keine Ahnung. Komm Mario, geh mal runter. Ach, es ist gar kein Tic-Tac-Turnier, das ist wahrscheinlich wieder einfach so ein Ding, dass ich meine Mütze draußen lassen muss, oder? Ah ne, weder noch, hä? Also ja, ich muss meine Mütze draußen lassen, aber es ist kein gesonderter Level oder so. Ah, okay, wow, wo kommst du denn her, mein Freund? Konnte man das wenigstens sehen, dass da ein Loch ist oder so? Naja, wenigstens mein Herz. Nicht so richtig, ne? Kommt einfach... Oh, ey, Hilfe, kommt, kann der überall rauskommen? Okay, aber hier geht es darum, 5 Mondteile zu sammeln. Boah, der kommt ja einfach immer überall raus und ich habe nur ein Herzteil gekriegt. So, 3 Herzteile habe ich. Hier sind nur Münzen. Die interessieren mich eigentlich gerade nicht so. Da ist noch ein... habe ich gerade Herzteil gesagt? Ich habe kürzlich Zelda Dingens da durchgespielt. Link's Awakening. Vielleicht kommt die Assoziation daher. So, 4 Mondteile. Fehlt noch das 5. Und da ist es. Jetzt hoffe ich nur, dass mir... Boah, dieser Aal nicht nochmal in die Quere kommt. Oh, ey, wenn du mich jetzt noch killst, dann kriege ich leider einen Anfall. Okay, jetzt muss ich wieder zur Mitte zurückkommen, ohne vom Aal gefressen zu werden. Na prima. Und so wie es aussieht, habe ich es geschafft. So, Mondstücke im Meer. Also ich wüsste nicht, was hier unten noch sein sollte. Wenn hier doch noch irgendwie ein Herz, wollte ich jetzt auch schon wieder sagen. Warum bin ich denn jetzt so im Zelda-Universum auf einmal? Wenn hier doch noch ein Mond ist, wird man das irgendwie mal der Toad verraten müssen. Oder der Papagei, einer von beiden. Gut. Komm her, Fischi. Wo ist denn meine Mütze? Kriege ich die mal wieder? So, danke schön. So, wo machen wir jetzt weiter? Ich könnte mir jetzt natürlich mal hier links noch so ein bisschen das Gebiet oder das Riff oder wie man es auch immer nennen will angucken, was ich bisher nicht auf meiner Rundtour über den Graben hier erforscht habe. Oder mal ein bisschen die Außengebiete hier. Aber hier scheint ja gar nicht mal so viel zu sein. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal da hoch und gucken. Ach, guck mal einer an. Ich wollte gerade sagen, dann gucken wir mal, was uns hier letztendlich erwartet. Aber erstmal erwartet uns hier, upsa, dass wir diesen Samen mal zurückbringen müssen.
Da glitzert auch noch was. Ach, da ist auch noch eine Note, die ich noch nicht beachtet habe. Für die Note sollte ich mir vielleicht eher einen Fisch mitbringen. Da muss man bestimmt Noten unter Wasser sammeln. Und da sollte man wahrscheinlich schnell und einigermaßen präzise unterwegs sein. Und das sind beides keine Eigenschaften, die Mario unter Wasser besitzt. Ach ja, doch, die haben wir schon gefunden. Ich wollte auch nochmal gucken, ob hier irgendwo Taxis am Himmel rumfliegen. Das mache ich jetzt vielleicht auch nochmal auf dem Rückweg zu diesem Atoll da. Oder wie man es auch immer nennt. Ich habe keine Ahnung. Riff. Wie auch immer. Immer noch kein einziger Mond da. Das dauert ja ganz schön lange. So, jetzt haben wir aber alle vier. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ach ja, genau. Nee, stimmt gar nicht. Als erstes, habe ich doch gesagt, wollte ich mal gucken, ob hier Taxen oder sowas rumfliegen. Hoppla. Das würde ich sagen, sieht nach einem Gemäldetunnel aus. Da fliegt ganz oben noch ein Mond. Aber gut, Taxen scheinen hier keine rumzufliegen. Na gut. Dann holen wir uns jetzt einen Fisch, gehen mal Richtung Note und anschließend gehen wir wieder in das Riff da hinten. Boah, wenn man Fischis braucht, sind keine da. Waren hier rechts nicht irgendwo Fischis im Graben? Doch, ich meine schon, da hinten flog doch so eine Dreierkombi rum, ne? Da sind auch noch die da Münzen. Achso, das ist auch alles Gebiet, was ich noch nicht erforscht habe hier. Deswegen gibt es hier noch ein paar Sachen zu erledigen. So, da hätten wir mal den Fisch. Und ein Herz. So. Oh Gott, drei Kreise schwimmen. Ist das deren Ernst? Ja, oh, das dürfte schneller gehen, wenn ich den einmal achtförmig erledige. Oh, komm schon. Na gut, das lief ja doch besser als erwartet. Notenjagd im Meer. Da ist eine Tür. Das ist der Graben, wo ich schon gewesen bin. Ja, klar. Gehen wir erstmal hier reingucken. Obwohl, warte mal, das kenne ich doch schon, oder? Das bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das schon kenne, oder ist es eine andere Version? Achtung, die Lava steigt. Ja. Upsa. Shit. Okay, ich kenne es anscheinend doch noch nicht, aber warum kommt mir das denn so bekannt vor? Hätte ich jetzt schwören können, dass ich das erst kürzlich gemacht habe, quasi. Aber offensichtlich ist dem nicht der Fall. Strecken gegen die Zeit. Oder gab es sowas Ähnliches schon mal in einem anderen Level? Aber ich denke, das müsste es gewesen sein hier drin, ne? Zur Sicherheit noch einmal reingehen. Mal gucken, was Cappy sagt dazu. Es gibt hier nichts weiter für uns zu tun. Es kommt mir echt wie ein Déjà-vu, ne? Als hätte ich das gerade erst gemacht, kommt mir das vor. Da ist ein Schild. Was sagt mir dieses Schild?
offensichtlich im Fisch gar nichts. Dafür müsste der Fisch jetzt mal da weggehen. Ach so, Fisch kann ich natürlich nicht übernehmen. Hä, wo ist denn das Ding? Ich habe auch meinen Hut schon wieder. Hä, was ist denn hier schiefgelaufen? Aber diese ganzen Löcher müsste ich auch nochmal untersuchen, ne, die in den Felswänden sind. Die sind eigentlich schon wieder ein bisschen weiter abgedriftet, als ich es eigentlich wollte. Habe ich irgendeine Möglichkeit, schneller zu schwimmen? Weil ich kann ja keinen Fisch übernehmen. Hut habe ich ja nicht an der Stelle. Komm, geh du mal weg, Fischi. Boah, nee, das reicht ja vorne und hinten nicht. Also ich frage mich echt, was kann hier der Trick sein? Vielleicht erstmal hektisch schwimmen und dadurch an Höhe gewinnen. Ja, das war der Trick gewesen. Über Wasser. An die Wasseroberfläche, dadurch schneller werden und dann schnell wieder runter. Okay, hätte ich jetzt gar nicht so mit gerechnet. Da sind noch ein paar lila Münzen drin. Und dann würde ich sagen, begebe ich jetzt mich erstmal wieder in das Gebiet zurück, wo ich eigentlich mal ursprünglich hin wollte. Boah, jetzt haben wir echt schon 91 lila Münzen hier in dem Level. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass das so schnell geht. So, wir müssen erstmal wieder hier rein, ein bisschen Luft tanken. Danke. So. So, hier sind wir wieder im Graben. Okay, und dann eigentlich auch einmal um diese ganze Feldformation hier rum. Dann weiß ich, ja zumindest, dass da oben noch ein Ding drüber hängt. Okay. Hier kann man hoch genug nicht durchschütteln, sondern einfach, indem man den Tintenfisch verlässt. Die Frage ist, gibt es hier oben noch irgendwas Interessantes? Sieht mir jetzt gerade nicht so aus. Hier oben wird gerade irgendwie eine Sommerparty gefeiert anscheinend. Beim Kofferpacken haben wir wohl die Badesachen vergessen. Es geht doch nichts über ein Fußbad für viel beanspruchte Füße, ja. Gut, kann man so sehen. Das ist also die Thermalinsel. Hm, heiß wie zu Hause, nur nasser. Ja gut. Aber es sieht mir ja so aus, dass es hier gar nicht viel mehr an Neuigkeiten gibt. Da hängt noch ein Mond auf dem Glas und in dem Glas anscheinend auch, ne? Komme ich da eigentlich mit so einem Fisch hier hoch, oder? Oder wie komme ich da am besten hin? Würde ich doch fast mal vermuten, oder? Nee? Da sind auch noch ein paar lila Münzen. Wie komme ich denn nochmal da hoch? So, 6 Stück noch. 2 Dreierpacks oder sowas vermutlich. Jetzt bin ich schon wieder ganz woanders, als wo ich eigentlich hin wollte. Gut, dieses Riff da hinten habe ich ja eigentlich fertig, was ich ursprünglich untersucht habe. Mond. Schatztruhe im Glaspalast, sehr schön.
Aber eigentlich wollte ich jetzt ja mal auf das Glas da drauf. Wie kommt man denn da nochmal drauf? Kannst du mir was dazu sagen, Schnecki? Du hast dich verirrt. Kein Problem, öffne einfach die Karte. Ja, gut, da oben ist aber nichts, wo ich mich hinporten kann. Dich ist so ein bisschen das Problem. Da ist noch ein Häschen. Hat er mir was Spannendes zu sagen? Die Eidechse da oben auf dem Leuchtturm redet die ganze Zeit davon, dass sie hierher fliegen wird. Ach so. Ich glaube es erst, wenn ich sehe. Na gut, vielleicht kommt man auch damit irgendwie dahin. Ernsthaft, Häschen? Und oh. Mann, ich kriege es nicht. Ah, jetzt ist es außer Atem. Sehr gut. So, hip hoppel die hopp im Glaspalast. Ja, hier links und rechts bin ich eigentlich auch schon überall gewesen. Unter Wasser würde ich vermuten, vielleicht nicht unter diesem Überhang da. Da müsste ich mich unter Umständen nochmal im Detail umgucken, aber jetzt gucke ich erstmal hier oben drauf. Es sieht irgendwie, ach da ist er ja auch, der Cooper. Es sieht nach einer Rennstrecke aus, wollte ich gerade sagen. Und es ist auch eine Rennstrecke. So, hier bin ich eigentlich auch überall gewesen. Wir sind die, ja, ich weiß, dass ihr die Ländersprinter seid. Wut, da unten starte ich jetzt, oder was? Und da oben rauf? Okay, kann ich die Pommesgabel nutzen, oder sind die weg? Hey, gut, dass ich mal ganz so anders starte, als wo der gesagt hat. Kann ich einen Fischi benutzen? Ja, ne? Ah, sowas ist allerdings noch cooler. Aber die Pommesgabeln hängen da nicht richtig. Ey, warum gibt er denn immer noch so ab? Okay, ich werde letzter. Ich bin allerdings auch gerade von meinem Handy gestört, muss ich sagen. Da war ich ein bisschen irritiert. Wow. Oh Gott. Ach, sowas von verkackt. Aber ich war mir auch nicht so sicher. Ich wollte ja erst zu den Pommesgabeln da an die Wand. Da musste ich auch erstmal feststellen, dass die nicht da sind. Ja, hau doch noch ein paar Mal vor die Wand, du Dussel. Echt. Boah, ist aber echt eine lange Strecke, muss ich sagen. Ey, die sind doch da. Ey, willst du mich veräppeln? Warum waren die denn gerade nicht sichtbar? Okay, aber jetzt weiß ich ja ungefähr, wo ich her möchte. Was kriegt denn zur Motivation? Ein paar Münzen. Dankeschön. So, ich muss mal eben hier meinen Timer wieder richten auf dem Handy. Da hat sich nämlich gerade irgendwie der Google Assistant wieder angesprochen gefühlt. So, wie machen wir es am besten? Oh, und ich bin zu doof, ey, diesen Fisch zu kriegen. Naja, mal gucken, wie viel Zeit ich noch rausholen kann. Okay, die machen es die ganze Zeit mit dem Fisch. Ach, die erscheinen jetzt quasi erst, die Pommesgabeln. Oh, nice. Und noch direkt hier die obere gekriegt. Oh Gott. Oh nein. Und ich bin Erster. Okay. Das ist definitiv mein Weg. Mal gucken, wie der Goldene da mithalten kann.
Besten Dank. Da bin ich mal gespannt, wo der Experte herrennt. Ich werde auf jeden Fall diese Strecke wieder nehmen, die ich gerade genutzt habe. Optimalerweise würde ich natürlich einen der Fische erwischen, um ein kurzes Stück mit dem zu schwimmen. Er wollte einen Turboshot hinlegen, indem er schnell nach oben springt. Hat ihm aber nicht so viel gebracht, muss ich sagen. So, da haben wir doch auch schon einen. So. Oh nein! Ach, jetzt kenne ich rum. War ja klar. Ey. Manchmal hält er sich an der Wand fest, ja, und dann schmeißt er seinen Hut nicht. So. Cooper Freerunning. Hätten wir das auch erledigt? Dankeschön. Aber ich hätte ja eigentlich fast eher erwartet, dass das Rennen hier lang geht. Durch die Beschleunigungsblumen durch. Weil hier sind jede Menge davon. Warum auch immer es hier nochmal dieses Ding gibt. So, ich werde jetzt mal hier unten drunter vielleicht nochmal gucken und mich dann langsam Richtung Leuchtturm begeben. Und dann mal gucken, ob wir mal wieder auf diesen Kelch da kommen, weil irgendwie muss man da doch auch wieder drauf kommen. So, da ist noch ein Herz. Aber ansonsten sehe ich hier gerade nichts Spannendes drunter. Oder ist da noch ein Loch in der Mitte? Ne, da sind lila Münzen. Da bin ich offensichtlich auch schon gewesen. Aber so ein Fisch wäre nicht schlecht. Na, hier glitzert doch was, oder? Ich wollte doch gerade sagen. Irgendwas habe ich hier doch gesehen. Aber es sind nur ein paar Münzen mal wieder. Wo ist denn hier mein Fisch? Das kann doch nicht wahr sein. Keine Fische. Das ist nicht meine bevorzugte Fortbewegungsart unter Wasser hier, muss ich sagen. Ah ja, wir nehmen jetzt erstmal den, stimmt, da gab es noch zwei Stück von, ne? Von diesen Mondröhren. Einmal hier und einmal noch woanders. So, ich gehe mir erstmal oben drauf, einen Überblick verschaffen. Relativ ähnlich haben wir das schon mal gehabt. Und da war der zweite Mond hier hinter. Die Frage ist, gibt es hier auch einen zweiten Mond? Im Moment sehe ich nur Mondstücke und nichts, wie man großartig dahinter kann. Und auch nicht darunter. Okay. Naja, gehen wir erstmal rein. So, du... Nein, du sollst da runterfallen, nicht ich. So, jetzt kannst du mir doch mal entgegengerannt kommen, oder? Gibt's doch gar nicht. Jetzt reizt mir aber, ey Junge. So. Ist aber angenehm, dass man hier draufstehen kann und das Ding dann gleichzeitig schon mal drehen kann. So. Boah, ey. Nein, jetzt habe ich den mitgebracht. Wo kommst du denn wieder her? Ich habe dich doch vorhin hier runtergeschubst, oder? So. Jetzt habe ich aber immerhin diesen Mond hier. Auch wenn ich den jetzt immer noch bei mir habe.
So, hier stelle ich mich jetzt hin und werfe meinen Mond, meine Mütze, bis der Mond vorbeikommt. Ja, und der Stachy natürlich auch. So, ihr beiden seid schon mal weggesperrt. Ja, komm schon. Ich hatte ernsthaft 6 Herzen und habe sie hier alle verbraten. Aber immerhin, ach so, ich behalte die 3 Monde ja immerhin etwas. Nein, eigentlich wollte ich euch nicht dabei haben. Wenn es irgendwie geht. So. Und da unten ist der letzte. So, weg mit dir. Am besten ganz ohne Stachis. So, und der Mond liegt da vorne. Den werde ich mir jetzt mal schnappen. Und dann einmal raus und reingehen und mal gucken, was Cappy zu der ganzen Situation hier sagt, ob hier noch was zu erwarten ist. Aber gerade fehlt mir so ein bisschen die Idee dafür, wo hier noch ein Mond versteckt sein sollte. Durchsuche das rotierende Labyrinth. Das haben wir doch gerade hinter uns gebracht. So, Cappy, hast du hier was zu melden? Noch ein Mond. Okay, also die einzigen Passagen, die mir da irgendwie verdächtig vorkommen würden, wären die hier. Aber ich sehe wirklich nichts. Auch nicht, wie ich hier fliegen können sollte. Aber okay, die Zeit ist eh um. Ich würde sagen, diesen Mond und die restlichen im Seeland, die suchen wir beim nächsten Mal. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.